mit diesem Video möchte ich mich bei euch allen bedanken. Und zwar habe ich eine Verlosung geplant für dich, den YouTube-Abonnenten, für meinen Blogleser und für Twitter, weil ich möchte mich bei euch allen bedanken. Ihr macht mir einfach alle so eine Freude, weil also ich habe jetzt vor einem Jahr am 1. Juni angefangen mit diesem ganzen Kram. Und ich will jetzt nicht sagen, oh, das hat mein Leben verändert, aber ich bin wirklich selbstbewusster dadurch geworden. Ich bin einfach, ich weiß nicht, es macht mir so Spaß, es ist eines meiner liebsten Hobbys. Und ja, ich möchte mich bei euch bedanken. Also ja, also vor einem Jahr habe ich ja damit angefangen und es war erstmal so, ich habe nur für mich selbst geschrieben. Ja, die ersten zwei Wochen hat es gar keiner gelesen, hatte ich drei Leser und ich bin so ausgerastet, ich bin so durchs Haus gerannt. Oh Mama, ich habe drei Leser! Ja, haha. Das hört sich super wenig an, aber ich dann auch 30 hatte, so, oh, ich habe 30 Leser, das ist so viel. Ich habe mich echt über jeden gefreut und war dann immer traurig, wenn wieder welche weggegangen sind. Das war einfach, ja. Ich habe dann auch hier im Sommer mein erstes Video auf YouTube gestellt und ja, ich war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht selbstbewusst genug, um das zu machen, weil ich meine, man bekommt hier auch immer so ein bisschen, also man bekommt sehr viel Kritik. Aber auf meinem Blog ist es immer so, ja, vielleicht so drei Kommentare oder manchmal gar keine. Die meisten sind eher stille Leser. Ich sehe es ja in den Zahlen, 700 Leute pro Tag manchmal, aber drei Kommentare oder so. Und aber hier, was hier unten abgeht, also es sind nette Sachen, sind auch mal nicht nette Sachen, aber es ist einfach so eine Resonanz, die ich noch nicht kannte und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht bereit dafür. Weil mich haben jetzt auch Leute entdeckt aus meinem Umfeld, die grüße ich hiermit, die sich manchmal, ich will nicht sagen, ganz lustig drüber gemacht, aber naja, ich stehe dazu, was ich mache, aber zu dem Zeitpunkt hätte ich es vielleicht nicht so verkraftet und werden, dann hätte ich nicht so dahinter gestanden. Dann habe ich aber irgendwann auch mit Twitter angefangen, habe mehr Kontakt hier mit den anderen Mädels, was auch wirklich eine Sache ist, für die ich sehr dankbar bin, für den ganzen Kontakt. Also einmal die liebe Anne, ich grüße dich hiermit. Die ist ganz toll, also sie ist eine ganz tolle Person. Ich habe sie auch in Facebook und wir schreiben da manchmal und ich habe sie auch angefixt mit einem Lippenstift. Und ja, also die, ich glaube, also drei Leser oder so hatte oder vier, ich weiß nicht, sie war eine meiner ersten Leserinnen, hat sie auch Werbung auf ihrem Blog gemacht, dann hatte ich aber mal 30 also, oder 15, ich weiß auch nicht mehr genau, aber das war einfach, Dankeschön, Anne. Und dann habe ich auch andere Leute kennengelernt, zum Beispiel die Martha und die Sina und mit denen will ich mich mal treffen und keine Ahnung, das ist einfach toll. Die hätte ich ohne YouTube und ohne Blogger nicht kennengelernt. Ja, und erst so vor einem Monat habe ich hiermit angefangen, YouTube. Und es ist wirklich toll. Ich bin wirklich sehr, sehr froh. Und ich danke an 300 Abonnenten. Das ist, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so schnell welche bekomme. Weil beim Blog habe ich ein Jahr gebraucht für 350 und jetzt einen Monat 300. Ich meine, hallo. Ja, echt Dankeschön. Und auch danke für die ganzen E-Mails und Kommentare und ja, wie schon gesagt, also auf YouTube ist ja so wirklich ein reger Austausch und ich bekomme jetzt viele Mails und auf Formspring Fragen und löchert mich mit Fragen. Ich freue mich über jede Frage, ich antworte auch jedem. Also manchmal kann es ein bisschen dauern, weil ich habe immer ziemlich Stress mit der Schule, ich bin ja in der 12. Klasse und die Lehrer, nicht so cool, aber ich antworte jedem. Ab nächster Woche sind auch die Klausuren rum, dann kann ich wieder mehr machen und ja, ich freue mich echt über alles. Ich habe mir überlegt, ob ich eine Facebook Page einrichten soll. Ich weiß nicht, da könnt ihr mir mal antworten, ob sich das schon lohnt. Vielleicht ob, keine Ahnung, ab wie viel, aber weil mich nehmen auch Leute in Facebook auf. Ich bin da gerade noch ein bisschen unsicher, ob ich die jetzt alle aufnehme, weil ich will, weil am Ende wird das dann so voll riesig und dann verliere ich total den Überblick und ich weiß noch nicht, ob ich das machen möchte. Ja, aber jetzt zu den Preisen, zu der Verlosung. Ich höre mal auf zu quatschen. Wahrscheinlich warten die meisten auch schon drauf. Ja, also ich habe überlegt, was ich euch geben möchte. Und also erst dachte ich, vielleicht sind was Hochpreisiges oder viele niedrige preisige Sachen. Und ich habe mich für so ein Mittelding entschieden. Weil also, ja, ich habe ein kleines Beauty-Paket für euch mit so ein paar niedriger preisigen Sachen und eine Überraschung. Also eine Sache, die ich wirklich sehr, sehr toll finde. Und ich trage sie auch gerade auf den Wangen, wenn ihr das seht. Und zwar was von Kiko. Wie ihr auch hier schon seht. Das ist ein Produkt, was gehypt wurde und zwar nicht jeder hat einen Kiko zu Hause, deshalb wollte ich euch die Chance geben, ihn zu bekommen. Aber dazu am Ende. Erstmal die niedrige preisigen Sachen. Also wie gesagt, ein kleines Paket mit so ein paar Sachen und ja. Erstes habe ich hier die City Tech Mascara. Das ist so eine Mascara, da drückt ihr drauf und dann dreht sie sich. Mache jetzt nicht auf, weil die soll natürlich alles verpackt bleiben. Die könnt ihr bekommen. Dann, ah, das ist die Überraschung, nein.
so ein Creme Rouge von B2020 Sweet Rose. Kommt ja halt aus dem Backen machen. Dann aus der letzten LE so ein Puder. Das ist die 020 Natural Beauty. Falls ihr heller seid, könnt ihr das wahrscheinlich als zum Kontrieren oder als Bronzer benutzen, weil das ist schon so ein bisschen dunkler. Es gab aber nicht mehr das helle. Ja. Dann habe ich hier einen Lidschatten aus dieser LE. Ganz tolles Türkis für den Sommer. Das ist der 010 Lovely Blue. Das ist ein Türkis. Ja, eher blau-Türkis, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich was für eure Nägel. Das ist auch toll. Das benutze ich selbst sehr, sehr gerne. Das ist für die Nagelhaut mit Honig. Das macht man so auf die Nagelhaut, lässt es einwirken und dann, ja. Riecht auch sehr lecker. Dann habe ich hier noch, der ist schon nicht mehr im Sortiment, glaube ich. Der ist für den Sommer ganz cool, auch so ein Türkis. Da kann man sich zum Beispiel so einen Lidstrich mitziehen. Das ist so ein Creme-Lidschatten mit auch einem Spiegel, der halt so wasserfest ist, glaube ich. Ja. Für den Sommer ist ganz cool. Jetzt habe ich noch zwei Nagellacke, die ich auch sehr gerne mag. Habe ich beide selber. Ich habe eigentlich fast alles selbst. Naja, außer die LE-Produkte. Aber das sind zwei P2 Nagellacke, noch aus dem alten Sortiment. Aber die sind ganz toll. Also einmal ist es hier 221 Charismatic. Das ist so ein ganz tolles Rot. An Weihnachten habe ich das viel getragen, aber es ist auch klassisch. Also ihr könnt das auch so tragen. Es hat mit Schimmerpartikeln. Und dann einer, boah, der haut euch um. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob man in das Hololack drin kann, aber es ist so ein dunkler Ton mit so ganz vielen schönen Chemies. Also ganz, finde ich richtig geil, den Lack. Okay, und jetzt kommen wir eigentlich, ich glaube, zu dem, was denn dann die meisten haben wollen. 103. Ich weiß gar nicht, der hat einen Namen, aber ich weiß ihn gerade nicht. Der NARS Orgasm Dupe von Kiko. Hier, ihr seht den nochmal auf meinen Wangen. Es sieht nicht in der Kamera aus wie ein echt. Also es ist so ein... Ich packe ihn euch mal aus, aber ich patsche nicht rein. Also so sieht der aus. Natürlich neu und unbenutzt. Ich habe letztens gekauft. Und hier. Es ist so ein pink-koralliger Unterton. Also der ist ein bisschen mehr orange, als es in der Kamera aussieht. Mit so ganz tollen Schimmerpigmenten. Ich könnte jetzt mal einen Swatch machen, aber das Problem ist, meiner ist jetzt zerkrümelt. Weil ich patsche mal in meinen rein. Hier, jetzt. Also das ist so ein Pink mit so wunderschönen Goldpigmenten. Und da ja nicht jeder einen Kiko hat, dachte ich, den könnt ihr bekommen. Okay, also wie könnt ihr jetzt teilnehmen? Ich habe mir überlegt, es können Blogger teilnehmen, also Blogleser teilnehmen, YouTube-Leser teilnehmen, Abonnenten und Twitterer. Einfach um allen zu danken, weil jetzt einfach mal so eine große Dankverlosung an alle Leute. Und zwar könnt ihr auf jedem Weg teilnehmen und also ihr könnt, wenn ihr auf YouTube, Blogger und Twitter teilnehmt, 3 Lose bekommen. Also dreifache Gewinnchance. Könnt ihr natürlich auch nur auf einem teilnehmen, dann habt ihr einfache Gewinnchance, wie ihr drauf Lust habt. Okay, ich fange mal an. Also bei Blogger, also auf meinem Blog, müsst ihr Leser sein. Und wenn ihr Blogger seid, bitte einen Blogspot, also einen Post dazu schreiben. Und halt einfach mal ein Gewinnspiel verlinken. Ich brauche einfach auf dem Blog auch nochmal so einen Post und den könnt ihr dann bitte verlinken. Und dann schickt ihr mir eine E-Mail damit, also mit eurem... Die E-Mail blende ich noch hier unten ein. Dann schreibt ihr mir eine E-Mail mit eurem Namen, dass ich auch weiß, dass ihr wirklich Leser seid. Und einen Link zu eurem Blogpost. Wenn ihr natürlich keinen Blog habt, dann müsst ihr das nicht machen. Ich denke mal, die meisten haben einen Blog. Also viele meistens haben einen Blog. Okay, ein Los. Und eine E-Mail. Weil ich will, dass ihr für jedes eine E-Mail schreibt, weil dann muss ich nicht jede E-Mail aufmachen und gucken, weil man kann einfach unter allen E-Mails dann auslosen. Okay, dann, wenn ihr hier YouTube-Abonnent seid, dann schreibt ihr mir eine E-Mail mit eurem Namen. Also wieder die E-Mail an diese Adresse. Und ihr schreibt mir, hallo, bla bla bla, mein Name ist, also YouTube-Leser, dass man dann gucken kann, ob ihr auch wirklich Leser seid. Okay, Zeit ist los. Und wenn ihr das dritte Los noch haben wollt, dann abonniert mich bei Twitter. Und... Schreibt mir wieder eine E-Mail mit einem Twitter-Namen. Also ihr könnt mir dann am Ende 3 E-Mails schreiben mit allen euren 3 Namen. So, ich hoffe, das war verständlich. Also keine Kommentare bitte. Weil es ist so eine Arbeit, alles auseinander zu friemeln.
Manche schreiben dann 2, 3, 4, 5 und dann ist es ja kacke. Also E-Mails an diese Adresse und nicht, ja, keine Kommentare bitte. Okay, ja, das war's auch eigentlich schon. Ich werde nicht mehr so... Habe ich noch irgendwas? Nee. Okay, wie lange? Also der Contest, die Verlosung, Schrägstrich, startet ab heute. Wir haben den 16. Ja, einen Monat. Also ich meine, am 1. ist dann dieser mein Geburtstag, also mein Bloggeburtstag. Und ja, bis zum 16. Juni. Und ja, ihr müsst, also wenn ihr gewinnt, müsst ihr 18, müsst ihr nicht 18 sein, also wenn ihr nicht 18 seid und gewinnt, dann braucht ihr ein Verständniserklärung von euren Eltern, aber nicht vorher. Also wenn ihr gewonnen habt, ihr seid nicht 18, dann macht ihr, lasst eure Eltern mal schreiben, scannt es vielleicht ein, schickt mir es per E-Mail und fertig. Ist okay. Ja. Das war's. Okay, dann wünsche ich allen viel Glück. Also E-Mail schreiben, können Kommentare. Und ihr könnt das auch alles nochmal auf meinem Blog nachlesen, falls ihr das nicht verstanden habt. Aber ich hoffe, es war verständlich. Ja.